Schwester mal. Sehr süß. Ja, guten Abend. Hört man mich so? Mikro, glaube ich, ein Stück. Heute Morgen kriegte ich einen Anruf, da war heute Vormittag. Und Telefon summt. Ich gehe jetzt mal gucken. Lief ein alter Freund an, den habe ich lange nicht gesehen. Und bin ich reingegangen. Ich gesagt: Mensch, Clemens, wir gratulieren, du hast ja schon unseren Preis bekommen. Ich wusste nicht, was er meinte. Komisch. Vielleicht im Schlaf fällt dir das Geld auch noch dazu. Und dann guckte ich, ja, hab dann eben schnell abgewimmelt, ich sag gerade so aufgestanden. Und dann habe ich geguckt und dann war das der Büchnerpreis für Clemens J. Setz. Dann habe ich zurückgerufen und gesagt, du, das ist eine andere Clemens, ist dich enttäuschen. Und da habe ich so drüber nachgedacht, also auch im Vorgriff hier auf die Veranstaltung heute Abend, dachte, Mensch, der Clemens J. Setz, der ist das 38, ich bin schon 44. Und ja, dann habe ich so gezählt, ich habe ja erst zwei Romane geschrieben. Und ein paar andere Bücher noch, Erzählungsbände. Ich mit zwei Romanen, das ist ein bisschen dünn, da kannst du auch noch keinen Büchnerpreis geben. Das würde ich auch nicht, hätte ich auch nicht für gut geheißen. Na ja, das Geld nimmt man ja. Und dann habe ich gezählt, und da leiten wir jetzt gekonnt in den Abend über hier. Hilmich hat drei Romane geschrieben und natürlich hunderte Gedichte. Viele, 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 viele Erzählungen, aber eben drei, kann man sagen, große Romane. Ich sitze gerade am dritten. Und aber aus diesen drei Hilbisch-Romanen lese ich heute Abend nichts. Obwohl der Roman Ich, für den ich auch unter Werkausgabe ein Nachwort schreiben durfte oder konnte und auch wollte, eins meiner Lieblingswerke von Hilbisch ist. Aber ich habe mir heute für die erste Station der alten Abmeierei Hilbischs längere Erzählungen rausgesucht, aus denen ich ein bisschen was lesen werde, ein bisschen was erzählen werde. Das sind die Weiber und vor allen Dingen aber eben auch die alte Abdeckerei, die Sie sicher entweder alle gelesen oder auch schon mal gehört haben. Ich habe es auch schon mehrfach gelesen, also laut gelesen bei Veranstaltungen der Hilbisch-Gesellschaft, in der Namen ich Sie auch begrüßen darf als Mitglied. Und, aber das ist so ein Text, den man immer wieder, glaube ich, hören kann und den man auch immer wieder reinlesen kann und an dem auch klar wird, was das für eine unfassbare stilistische Dichte ist, die er da auf diesen letzten 10 Seiten, die oder 8, 9 Seiten, die ich lese, erzeugt. Aber damit fangen wir nicht an. Auf Hilbisch bin ich ja relativ spät gestoßen, muss ich zugeben. Er war immer irgendwie präsent, vor allem auch dank dieser MDR-Sendung Literaturcafé, was viele Jahre von Michael Hamedner, er auch ein Mitglied der Wolfgang Hilbisch-Gesellschaft, moderiert wurde, und da war der Wolfgang Hilbisch oft zu Gast und ich habe das oft im Rundfunk gehört und dachte dann immer, Mensch, er sitzt ja jetzt nur ein paar Kilometer entfernt in der Moritzbastei und bin meistens aber nicht hin und so sind wir uns nie begegnet. Auch später nicht. 2007 starb er dann und einer der ersten Texte, längeren Texte, die ich von Hilbisch intensiv gelesen habe, war erst um das Jahr 2004, vorher kannte ich nur kurze Texte, Gedichte, und das war Die Weiber. Und das war unerhört. Und da lese ich jetzt den Anfang.
Denn das ist, glaube ich, auch ein Text, wo was zum Tragen kommt, was man bei Hilbig eigentlich gar nicht so oft, nicht so erwartet oder was gar nicht so sehr rezipiert wird. Das ist der Humor, also der groteske Humor, den er durchaus, der dann immer wieder umkippen kann, das Albtraumhafte. Also jetzt der Anfang von Die Weiber. Es war heiß, eine feuchtheiße Hölle. Mir war der Schweiß aus allen Poren getreten. Ich begann, Gerüche auszuscheiden, eigenartig. Als ob etwas in mir zu schimmeln beginne, ein ganz besonderer Fromage. Als ob ich nach meinen Augäpfeln röche, sie waren mir hervorgetreten und schienen mit einem bestimmten Schleim überquollen. Wahrscheinlich zog diese Trübung aus den Lenden herauf, entziehen aus der Leistengegend, das stechend mein Herz streifte. Es griff mir ins Gehirn, langsam. Und ich hatte den Beginn nicht bemerkt. Ich wurde untragbar für die Werkzeugmacherei. Man schickte mich in den Formenkeller, wo ich die stählernen Gießformen und Schneidwerkzeuge sauber, wie man mir sagte, in die Regale einordnen sollte. Sauber. Doch an den Stellen, an denen ich die Formen mit den nassen Händen berührte, zeigten sich nach einigen Tagen Rostflecke. Während der Kontrollen maßregelte man mich wegen dieser Flecke und ich begann, die Formen mit Öl einzupinseln. Das Öl knisterte auf den braunen Flächen, es verströmte einen Brandgeruch. Bei weitem stärker aber war der Geruch, den ich selbst verströmte. Riesige, abblätternde Schurfstellen befielen meine Ellenbogen, weiße Flechten, die nach saurer Milch rochen, und ich hockte untätig am Tisch in dem schwülen Keller. Ich war nicht einmal erschrocken, ich war konsterniert, dass sich all meine Befürchtungen mit einer so absurden Konsequenz bestätigten. Geradezu zielsicher setzten sich all meine Gedanken in abgestandenes Gift um. Täglich, später sogar mehrmals täglich, onanierte ich in den Keller und trat die schillernde Spucke auf dem Zementfußboden breit. Es gab nicht den geringsten Grund zu diesen Übergriffen, nicht einmal ein Bedürfnis. Du Schwein, sagte ich zu mir, beeil dich, dass man dich nicht überrascht. Aber es dauerte mir immer länger. Ich trieb mich in eine immer gehetztere Verfassung und das Ziehen in meiner Hüfte ließ nicht nach. Dabei schwitzte ich weiter. Die Schweißausbrüche lähmten und schwächten mich. Das Glied verlor mir den letzten Rest an Kraft. Ich stieß nur mehr ein trockenes, schmerzhaftes Husten hervor, wenn ich mich mit meiner ermüdeten Faust schüttelte. Ich schwitzte weiter. Obwohl es in dem fensterlosen Kellerraum, der nur von einer einzigen Lampe erhellt war, kühler zu sein schien als in der Luft dieser drei Sommermonate, die außerhalb der Fabrik glühten. Durch einen quadratischen Gitterrost in einem Winkel der Decke fiel ein wenig mehr Licht herab. Es kam aus der Presserei über diesen Keller, in der die Maschinen stampften. Früher, als dieses Werk eine Munitionsfabrik gewesen war, in der die Gefangenen des direkt angeschlossenen Lagers gearbeitet hatten, hatte dieses Fußbodengitter dem Versenken der wertvollen Metallspäne in den Keller gedient. Jetzt war es die Öffnung für einen mechanischen Aufzug, mittels dessen die oft sehr schweren Formen, die ich auseinandernahm, säuberte, zusammensetzte, mit Bezeichnungen und Nummern versah, aus der Presserei herabtransportiert werden konnten. Mir aber öffnete man das Gitter nicht. Es sei zu gefährlich für die in der Presserei arbeitenden Frauen, die sich an dem Gitter hin und her bewegten, wenn dieses stundenlang ohne Aufsicht offen bliebe. Ich schleppte die Formen über Umwege und steile Treppen in den Keller hinab, was mehrere Tage in Anspruch nahm. Nach diesen Tagen rührte ich vorerst nichts mehr an. Ich saß still am Tisch und achtete gespannt auf das Zittern meiner Muskulatur, das Beben meiner Lungenflügel, nur langsam sich beruhigende Zeichen. Die scharfen Kanten der Werkzeuge hatten mir die Hüften aufgeschürft und der Schweiß brannte heftig in den Wunden, die mir tief erschienen, tief ins Innere meines Körpers gedrungen, als seien mir Nervenstränge verletzt, die Strömungen meiner Sinne durchschnitten. Und in der Presserei arbeiteten die Frauen. Durch das Gitter über mir flutete mit stetiger Wucht feuchte Gluthitze herab. Ich saß inmitten dieses heißen Stroms auf einem Stuhl unter dem Gitter, im Halbdunkel verborgen, neben dem Stuhl einige Flaschen Bier. Wenn ich trank, glaubte ich, das Bier flösse mir sogleich
ohne dass ich auch nur seine Temperatur im Inneren meines Körpers zu verändern vermochte, lauwarm aus allen Poren wieder hervor. Es strengte mich endlos an, den Kopf dauernd in den Nacken gelegt, starr durch das Gitter ins Licht zu blicken, immer in der Hoffnung, dort oben die Frauen über die Maschen des Rosts hinwegschreiten zu sehen. Manchmal stellte ich mich auf den Stuhl, so mit der Stirn fast das Eisengeflecht berührend, um nun einen schmalen, dicht durchkreuzten Blickwinkel in die Halle der Presserei hinein zu gewinnen. Ich erkannte die kurze Bockleiter, die, etwas mehr als einen Meter hoch, die Frauen an den umfangreichen Trichter einer mit schrecklichem Geräusch malenden Mühle gelangen ließ, in der man die Abfälle des erkalteten Kunststoffs, aus welchem an den Pressen spulenartige Teile für Radiogeräte gegossen wurden, zu so feinem Korn zerkleinerte, dass sie wieder verwendungsfähig waren. Von meinem Standpunkt aus sah ich zwei oder drei Frauen. Sie waren die ältesten und kräftigsten, diejenigen, die für die Arbeit an den Handpressen eingeteilt waren. Sie wandten mir ihre Rückseiten zu, saßen auf hohen, dreibeinigen Schemeln, die federten und dabei zu quietschen schienen. Sie hatten wegen der Temperaturen auf Sitzkissen verzichtet. Die Masse ihrer riesigen Hinterteile verschlang dabei vollkommen die runden, hölzernen Sitzflächen der Schemel. Wie alle Frauen in der Presserei waren sie lediglich mit dünnen, bunten Kittelschürzen bekleidet. Wenn sie sich hinauf zu den langen Hebelarmen der Pressen stemmten, erkannte ich, dass ihre Kittel hochgerafft waren. Dass sie mit halb geöffneten Beinen saßen, dass ihre bloßen oder Pantinen bewährten Füße sich, während ihre Knie endlich zur Mitte kippten, auf die äußeren Enden der breiten Fußhebelstangen stützten, was dazu diente, die Gießformen fest zu arretieren. 20 Zentimeter hoben sich ihre Hinterteile über dem Sitz auf. Einen Augenblick lang schienen sich ihre Oberschenkel zu verschlaffen. Die Gesäßhälften schienen ein Stück zu fallen. Um sich zu äußerster Härte zu spannen, dabei womöglich geruchsintensive Stoffe gegen das straffe Tuch ihrer Schürzen zu drücken. Die Frauen, von deren Oberkörpern ich nur ein sehr schmales Stück über der Taille sehen konnte, denn eine die Halle durchstrebende Kranbahn verdarb mir große Teile meines Ausblicks, hatten mit beiden Fäusten die schräg aufgerichteten oberen Handhebel gepackt und ließen sie unter Anhängen der Gesamtheit ihrer schweren Leiber niederfahren. Sie taten es, wie ich ahnte, mit tiefen Seufzern. Es sei ihnen in der Brust ein Holzkloben entzweigetrieben worden. Der obere Arbeitsteil der Maschine sank auf die festgespannten Backen der Form nieder und entließ einen Teil der kochenden, dampfenden Kunststoffmasse. Die Frauen, indem sie wieder in den Sitz zurückgelangt waren, hielten den phallusartigen Hebelarm unten, damit der aus den Spritzdüsen entwichene Kunststoff erkaltete. Dabei umkrampften Teile ihrer Schenkel die harte Schemelfläche. Ich wusste, dass die Oberarme der Frauen zu Eisen erstarrt waren, dass sich ihre Schultermuskeln, Schulterblätter und Schlüsselbeine zu einer hart gepanzerten Form vereint hatten, ehe die schon blutleeren Fäuste den Hebel zurückschnellen ließen, um die genügend abgekühlten zwei oder drei kleinen Spulen durch Öffnen der Backen aus dem Schoß der Gießformen auszustoßen. Dies alles war das Werk von nicht mehr als einer halben Minute. Die Frauen arbeiteten im Leistungslohn, und die Besatzung der Handpressen wechselte ständig, sodass ich im Verlauf einer Woche beinahe alle älteren Frauen bei der Arbeit an diesen Maschinen beobachten konnte. Stets aber waren es Frauen von ähnlicher Statur, von ähnlicher Schwere und Kraft. Und alle waren ähnlich gekleidet. Der nasse Stoff ihrer Kittel spannte sich zum Zerreißen über die Wellen ihrer Ringe, ihrer ungeheuren Leiber, und oft sah ich sie im Rauch ihrer Ausdünstungen verschwimmen. Die blumenbunten Rückenflächen hingeflossen in die flimmernde Luft dieser drei Sommermonate, die im Wolkeninnern der Pressereihalle nichts als ein kochender Gummi- und Kunststoffgeruch war. Unter ihren Schemeln hatte ich große dunkle Pfützen bemerkt. Ich rätselte, ob sie vom Schweiß oder gar vom Urin der Frauen herrührten. Resigniert aber vermutete ich bald, es seien lediglich die wertlosen Reste des Kühlwassers, das aus einigen undichten Fugen der Formen gesickert war und von dem sich die Frauen widerstandslos die Beine benetzen ließen.
Ab und zu traten Männer leichtfüßig über den Gitterrost vor meiner Stirn hinweg. Es waren die elegant sich bewegenden Männer aus der Abteilung der Werkzeugmacherei. In fast völlig sauberer Werkskleidung, mit feinen, harmlosen Werkzeugen in den Fingern. Sie hatten die reibungslose Funktion, der Maschinen zu überwachen, kleine Reparaturen schnell auszuführen. Sie stolzierten unbeeindruckt durch den Lärm, fächelten sich Luft zu, plauderten in der Nähe der Ventilatoren. Keiner von ihnen beachtete die ungeschlachten, zotigen Bemerkungen der Frauen, die ihnen durch das Gezisch der Pressen, das Stampfen der Automaten, das Heulen der Mühlen, das Knirschen der Schneidwerkzeuge, durch das gesamte rhythmisch sich ballende und widerspaltende Lärmgefüge, deutlich hörbar für mich, aber nicht verständlich zugeschrieben worden. Die Frauen kamen niemals über den Gitterrost hinweg. Selten nur streiften sie unverhofft und blitzschnell einen geringfügigen Winkel meines Blickfeldes. Ach, ohne nur einmal einen ihrer Holzpantoffeln auf das Eisengeflecht zu setzen, kamen sie zu zweit oder zu dritt vorbei. Kaum, dass ihre Schatten über mich hinflogen, für Bruchteile von Sekunden hörte ich ihre Stimmen ein unverständliches, ununterscheidbares Schwatzen. Sie waren unkonturierte Tonnen von dunkel, sprachlosen Silhouetten, die mich überwehten. Nichts konnte ich sehen, außer den Gegenständen, die sie trugen. An die Hüften gedrückt hielten sie große, offenbar schwere Pappkartons, die allein deutlich zu erkennen waren, wenn sie über das Gitter schwebten. Ich sah die Frauen in solchen Momenten erst wieder, wenn sie von vor der kleinen Leiter an der Mühle für die Materialabfälle Halt machten. Dies war die ersehnte Minute, in der ich die Stirn, das Gesicht gegen das Gitter presste, um zu sehen. Um zu sehen, wie eine der beiden Frauen die Bockleiter bestieg, um sich nach vorn über den Trichter der Mühle zu beugen, der Augenblick, in dem mir entgangen war, dass eine dritte Frau den beiden ersteren folgte und einen Eimer in der Hand trug. Es war der Augenblick, da der Saum des Kittels, der die sich vorbeugende Frau auf der Leiter kleidete, über die geröteten Hinterflächen ihrer Schenkel hoch hinauf zu gleiten schien, das hauchdünne Synthetiktuch des Kittels im Licht des daneben liegenden Fensters. In diesem weißglühend eindringenden Sonnenlicht entflammt schien der Augenblick, in dem die schweren, leichthin aufklaffenden Gesäßhälften sofort sichtbar werden mussten, wie durch physikalische Zauberei in einer unwegbaren Sekunde, gleich sofort den Punkt eines unsichtbaren Dunkels zu entblößen, der blitzartige Augenblick, in dem ein heißer Sonnentropfen die Nerven des Fleisches, das dort frei werden würde, entzünden musste. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit meinte. Und der Moment, in dem sich die dritte Frau, die den Vorangehenden gefolgt war, einen tollen, wohl 100-mal wiederholten Scherz hingab, nämlich mit mächtigem Schwung der Arme den Inhalt des Eimers 5 oder 6 Liter kalten, klaren Wassers mit einem scharfen, wohlberechneten Ruck von bedenkenloser Zielsicherheit, die das Wasser eine feilgerade Linie durch die brennende Luft beschreiben ließ, unter den Schürzenrock der Frau auf der Leiter, haargenau zwischen die Schenkel der Frau, knallend auf den gesamten hinteren Unterkörper der Frau zu gießen. Das belustigte, gellende Geschrei der Frau auf der Leiter bestätigte unverzüglich die obschon erwartete, aber dennoch überraschende, höchst dankbare Annahme des unfehlbaren Volltreffers. Oh, welch willkommene Abkühlung. Ich sah nichts. Ich sah den Schwall des Wassers sprühend abprallen. Was ich hatte sehen wollen, war überschwemmt, von Wasser verwischt und verzerrt. Ich stürzte vom Stuhl, um das jagend zurückströmende Wasser, das auf das Gitter zuschoss und durch die eisernen Maschen in den Keller eindrang, aufzufangen. Mit den hohlen Händen, die es nicht zu fangen vermochten, mit dem Gesicht, das im Nu von Spritzern überflossen war, mit der Nase, mit dem aufgesperrten Mund, als könnte ich eine Winzigkeit, einen vielleicht kaum merklichen Flor des Weiblichen, der vielleicht abgewaschen und mitgespült worden war, von dem das Wasser bei aller Schnelligkeit des Geschehens dennoch ein wenig benetzt sein musste, mitkriegen, verschlingen, in einer einzigen Pore meiner Haut, wenn auch unbemerkt, bei mir behalten. Nichts, als der vom Fußboden gerissene Staub
traf meine Lippen. Nichts als der Ölgeruch des verunreinigten Wassers blieb mir an den Händen. Ich hatte ausschließlich den brandigen Gummigeruch, den unmenschlichen Kunststoffgeruch in den Nüstern, welcher von dem Wasser sekundenlang abgekühlt, nun noch deutlicher und perverser zu schmecken war. Ja, danke, also fulminant irgendwie. Ja, also ich finde, da ist so ein Humor drin. Das ist keine, wo man jetzt scheinend lacht, aber wo man denkt, mein Gott, dieser Kerl, ja. Und es ist ein Text, in dem die Figur eine ganz seltsame Metamorphose durchläuft. Er zieht dann plötzlich auch mal Frauenkleider an und geht aufs Amt und beantragt, dass er außerhalb seiner Wohneinrichtung, in seiner Wohnung Frauenkleider tragen darf. Und mit Frauenkleidern bekleidet, übergießt er sich mit Benzin und will sich ein. Also der Verlust der Identität und von Identität und auch von Sprache und das Abhandenkommen von Körperlichkeit, das ist ja auch, sind ja die Themen, die Hilbig in seinen Werken immer wieder umtreiben, neben vielen anderen. Ich sprach ja vorhin an, dass Hilbig, der für mich eigentlich ein Dichter ist, auch in der Prosa schreibt. Der Epiker Hilbig oder der Prosaautor Hilbig ist auch immer gleichzeitig der Lyriker Hilbig. Und so traf es mich umso schwerer, kann man sagen, dass ich eine Anfrage bekam zu Hilbigs, war das 80. das Poesiealbum? Hilbig 75. Ist schon wieder, ach nee, er ist ja 80 geworden. Das ist schon wieder 10 Jahre, 5 Jahre. Wir haben ja das 80. Geburtsjahr Hilbigs jetzt. Und die fragten dann an, einen möglichen Schriftsteller, Kollegen, ob man nicht auf den Meister ein Gedicht schreiben könnte. Und ich bin nun kein Dichter, kein Lyriker, also zumindest schreibe ich keine Gedichte, sagen wir es mal so. Und bemühte mich dann doch und erinnerte mich, während ich das schrieb, an eine Zeit, die ich 2003, nachdem ich mein Studium am Deutschen Literaturinstitut beendet hatte, dauerte es nochmal 3 Jahre, bis ich bei S. Fischer meinen ersten Roman veröffentlichen konnte. Und in dieser Zeit habe ich unter anderem bei der Bahnreinigung gearbeitet, auf dem Leipziger Hauptbahnhof mit der Zügesauber gemacht. Und irgendwie ist dieser Ort des Leipziger Hauptbahnhofs so ein Hilbig-Ort, also eine Hilbig-Kathedrale, wo man da durchgeht, auch wenn das heute alles anders ist und untertunnelt vom Konsum, ist es trotzdem immer noch ein Hilbig-Ort, denn das beschreibt er dann wiederum auch in das Provisorium, seinem letzten großen Roman. Der endet auf dem Leipziger Hauptbahnhof und das große leuchtende AEG-Schild ersetzt sozusagen die Sonne. Also auch dieser veränderte Leipziger Hauptbahnhof ist immer noch, für mich zumindest, der Hilbig-Ort. Und dann schrieb ich ein Gedicht für Wolfgang Hilbig, damals zum 75. Das lese ich jetzt. Späte Ankunft heißt das. Späte Ankunft. In die Züge und durch die Züge. Die nächtliche Kolonne schritten wir und schlichen wir müde, räumten wir und putzten Nacht und Nacht mit Besen und Lappen. Wagen für Wagen machten wir es wohnlich. Da vergaßen wir schon mal, dass die Züge einfach weiterfuhren. Im Morgenlicht, im Abendlicht glänzten die Gleise nicht silbern, nee, das war ein Glänzen zwischen Bronze und irgendwas wie. Und dann wachten wir auf, immer noch müde. Die einen sagten Paris, die anderen erkannten ihre Vororte, wieder andere rannten auf die Gleise und verschwanden. Einmal fand ich 2 Kirschkerne und da wusste ich, als ich die fand, unter einer Sitzbank mit Fleisch dran, dass der Winter nur, was für ein Unsinn. Wir liefen neben den Gleisen, verschwanden in den Zügen mit unseren Eimern
und Besen und Lappen. Im Morgenlicht, im Abendlicht. Gar nicht so schlecht. Ja, das ist eigentlich zwar das zweite Gedicht, was ich in meinem Leben geschrieben habe. Das andere, das kennen einige vielleicht schon, das ist das berühmte Hummelgedicht. Das geht so, ich hab's im Kopf. muss ich kurz überlegen. Das trägt den Titel Memoiren eines Heimkinds. Ich hab eine Hummel, ich hab sie dressiert und sie lockt gräuliche Spinnen in die eigens dafür aufgestellten Fallen. Eine ganz prima Hummel habe ich. Memoiren eines Heimkinds. Der Titel macht hier auch ein bisschen die Musik. Ja, aber gut, mit zwei Gedichten kann man kein Lyrikband machen. Braucht man vielleicht noch ein drittes. ja. Oh, schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, Hilbig, bei Hilbig, wenn man Hilbig liest und auch lauscht, dann ist das wie so ein, ja, wie soll man das sagen, Zeit und Raum geraten da aus den Fugen und dieses Ineinanderfließen von Zeit und Raum, dieses Kreisen, diese Kreisbewegung, ein Mann bewegt sich einen Weg entlang durch eine Stadt, das sind so Sachen, die ich mir, kann man sagen, zu eigen gemacht habe oder wo Dinge, glaube ich, auch abgefärbt sind aufs eigene Schaffen. Und das heißt ja alte Abmeierei hier. Das heißt, ich bin quasi, gut, jetzt habe ich gerade ein Gedicht gelesen, deswegen lese ich nochmal was von Hilbig. Sein eigenes Gedicht, das finde ich das nicht mehr. Denn ich habe noch vorbereitet für nachher die letzten 8 Seiten der alten Abdeckerei. Aber da ist die nächste halbe Stunde weg, wenn die durch sind. Und dann kann man auch nichts mehr machen danach. Kann man nur noch Bier trinken gehen oder in sich kehren. Und ich hatte hier vorne, das war glaube ich Seite 44, noch ein kleines Stück, was da programmatisch wird, aus die Weiber. Denn man kann ja bei Hilbigs Geschichten auch fast gar nicht sagen, worum geht es jetzt hier, ja? Also was ist jetzt der Inhalt. Das wechselt dann manchmal sprunghaft. Hier wird er dann entlassen von seiner Arbeit, fährt ins Städtchen A, kehrt in eine Kneipe ein, dann wird's plötzlich, bekommt der Text die Form einer Rede, die er an eine imaginäre Staatsanwältin hält, wo er sich, warum ist das passiert und ich will jetzt Frauenkleider tragen und er kommt dann zurück und ich will ja gar nicht, das verrat er ja alles. Aber Sie sind ja, ich bin ja hier umgeben von Hilbig Experten und warum ich hier so viel rede, Sie suchen parallel dazu diese Stelle, wo er kehrt er nämlich in die Bahnhofskneipe. Ah, hier. Das gibt es doch nicht. Da, das lese ich jetzt noch ein Stück. Und dann, um zu zeigen auch mal, denn es ist mir nicht meine Intention, heute hier irgendwie meine Texte jetzt neben die von Hilbig zu stellen. Gar nicht, denn Hilbigs Texte, da kann man wenig daneben stellen. Die sind sowieso singulär. Aber natürlich kann man zeigen, wie hat vielleicht hier in den letzten Jahren oder 15 Jahren eine stilistische Beeinflussung auch punktuell, ja, Sie sehen, wie ich mich erwinde, stattgefunden. Denn natürlich, wenn ich Kurzgeschichten schreibe, bin ich auch schon auch auf eine gewisse Art und Weise der klassischen Kurzgeschichte verpflichtet, ja, die dreigeteilt ist, die eine Exposition hat. Das ist bei Hilbigs kurzen Texten meistens anders. Das sind eher Prosa-Miniaturen, wo es auch da Kurzgeschichten wirklich gibt, wo man sagen kann, ja, die sind nahezu klassisch, auf die eigene Hilbig Art und Weise, mit der Hilbig-Sprache. Aber jetzt noch ein kleines Stück, ein paar wenige Seiten noch aus die Weiber, bevor ich dann ein Kurzstück von der eigenen Sache noch lese. Mit gehetzten Gedanken suchte ich das Stadtinnere nach einer Gaststätte ab. In den 2 oder 3 Lokalen, die ich fand, gab es keine freien Plätze mehr.
erst in der Bahnhofskneipe, die von lautem Männergeschrei erfüllt war, gelang es mir, meinen Durst auf Bier zu löschen. Ich trank das saure, abgestandene Bier und sogleich hatte ich den ersten Bus nach M versäumt. Ich trank weiter. Bald fragte ich mich, was ich eigentlich in A gewollt hatte. Wieso musste es ausgerechnet das Arbeitsgericht sein? Was hätte ich der Staatsanwältin eigentlich erzählen wollen, wenn ich verhindern wollte, dass ich zu hören bekam, ich sei völlig zu Recht entlassen worden? Ihre Einstellung zur Arbeit ist uns bekannt, Herr C. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie sich schnellstens einen neuen Arbeitsplatz suchen. Ohnehin ist es in der Hauptsache ein Frauenbetrieb, in dem Sie nun nicht mehr arbeiten dürfen. Wie konnte man mir Verständnis entgegenbringen, wenn ich dort und ohne paranoisch zu werden mit völlig objektiven Dingen argumentierte, wie etwa Alter und Krankheit es waren? In dieser Republik war eine kranke Sprache einfach lebensnotwendig. Sie war das einzige Mittel, dachte ich erleichtert. Lassen Sie sich mal untersuchen, so würde man mir mit Sicherheit geraten haben. Doch ich selbst war es, der mich untersuchen musste. Allerdings fehlte mir dazu hier in dieser Republik jegliche Möglichkeit. Immer in den Augenblicken, in denen ich in mir die ungeahnte Kraft verspürt hatte, mich selbst zu untersuchen, mich selbst sogar zu erkennen und daraufhin womöglich die Keime meiner Krankheit aus mir zu entfernen, musste ich feststellen, dass mir der Staat jedes Mittel dazu aus den Händen riss oder dass er alle diese Mittel vor mir verbarg, indem er die Nachprüfbarkeit aller Wahrscheinlichkeiten unter Verschluss hielt. Eine schwere Erkrankung, eine umfassende Erkrankung meiner Fähigkeit, die Welt wirklich und richtig wahrzunehmen, war die zwangsläufige Folge davon. Wie auch eine Erkrankung meiner Fähigkeit, jedwedem gegenüber mich als eine Person der Wirklichkeit wahrhaft erkennbar zu machen. Da mir die Wirklichkeit gestohlen und vernichtet war, musste ich notgedrungen selbst als eine Form vernichteter Wirklichkeit existieren. Allein noch als bloßer Wirklichkeitswahn und konnte einem jeden meiner Mitmenschen die Wirklichkeit ebenfalls nur zerstören. Was konnte man zum Beispiel auf dem Arbeitsgericht mit Klagen über die Angst vor der Impotenz anfangen? Welch eine jämmerliche, ungemein traurige Frage. Hatte man mich deswegen nicht vorgelassen? Da es hierzulande kein Unrecht gab, konnte es auch kein Recht geben. Ich ahnte, dass solcher Art verkürzte Gedanken eigentlich schon zu meiner Rede gehörten. Und folglich hätte ich auf der Behörde, es fiel mir nun wie Schuppen von den Augen, nach einer Art Archiv verlangen müssen, das Beschwerden annahm über die tiefen psychologischen Vergehen der Vergangenheit an der Gegenwart. Allein ein solches Büro, ich wusste es jetzt, hätte die Existenz der Justiz in diesem Land gerechtfertigt. Ein solches Büro aber gab es nicht. Oder es wurde mir auch dies verheimlicht. Ich überlegte verzweifelt, an wen ich mich wenden konnte. Es war für mich keine Frage mehr, dass die Person, die einer solchen Institution vorsaß, unbedingt eine Frau sein musste, niemals aber ein Mann. Es lag für mich in der Natur der Sache. Wenn ich es aber beweisen wollte, war ich ratlos. Erneut schien mir, dass ich geradezu visionäre Fähigkeiten brauchte, um die natürlichsten, aus sich selbst heraus verständlichen und notwendigen Dinge wahrzunehmen. Ich musste halluzinieren, um die Welt und meine Möglichkeiten für ein Leben in ihr entdecken zu können. Fehlte mir dazu die Kraft, für den Moment eines Schwächeanfalls nur, entschwanden diese Möglichkeiten, schienen für immer zu entschwinden, verschwand alles, was ich lieben konnte, verschwand die Justiz, verschwanden Recht oder Unrecht, verschwanden meine Hoffnungen und Anklagen, verschwand alles, was ich gern berührte, verschwand das Glück, verschwanden die Frauen. Ja, unwahrscheinlich verschwand ich sogar selbst. Ich sah mich in der Bahnhofskneipe um, in der es ausschließlich Männer gab. Betrunkene, palavernde, wild gestikulierende Männer, die wütend auf unsichtbare Gegner einzureden schienen. Ich war so wenig beachtet worden, als ob ich niemals eingetreten sei.
Dennoch war es mir bald, als kämen aus der stickigen Luft Vorwürfe auf mich zu, Vorwürfe gegen meine Verlassenheit gerichtet, in der ich saß und die mich auflöste. Ich bin nicht allein für die Fehler dieser Männergesellschaft zur Rechenschaft zu ziehen, verteidigte ich mich. Ich nicht allein. Ich kann nicht über bestimmte Grenzen hinweggekommen sein. Ich bin zu spät gekommen, selbst zu den Gelegenheiten, bei denen diese Fehler, die ich meine, verschuldet wurden. Frau Vorsitzende, Sie sind zu spät entlassen worden, meinen Sie? Um Gottes Willen, rief ich. Ich komme, um meine Entlassung rückgängig zu machen. Das müssen Sie genau erklären. Sie müssen sich zusammennehmen und alles von unten herauf genau erklären. Nehmen Sie sich zusammen. Denken Sie daran, was es Ihnen bedeutet, wieder angenommen zu werden. Eigentlich bedeutet es nichts, antwortete ich. Eigentlich bedeutet es nur, Frau Justitia, dass ich gerade dort, in diesem Betrieb, die Möglichkeit hatte, mich jener Dinge zu besinnen, mit denen meine Entlassung im Grunde begonnen hat. Ich glaube, das geht bis in jene Zeit zurück, in der ich etwa gleichaltrig mit Ihren Töchtern war, Frau Vorsitzende. Ja, vielleicht hat es damals begonnen. Damals war es irgendwann so, dass ich amputiert worden bin. Natürlich, sinngemäß, nicht wortwörtlich. Man hat mir mein krankes Glied abgeschnitten. Trotzdem bin ich amputiert worden. Ach nee, man hat mir kein krankes Glied abgeschnitten. Nun gut, aber Dialektik, ne? Trotzdem bin ich amputiert worden, geistig amputiert. Lobotomiert, Gehirn amputiert, wie es scherzhaft so schön heißt. Im herrlichen Frühling meines Lebens bin ich irgendwann erkältet worden. Seitdem fliegen mir die Tage, glauben Sie mir. Und nun bin ich von der Beschaffenheit eines doppelt so alten im Vergleich zu Ihren Töchtern. Aber kürzlich schien ich noch einmal verjüngt, aufgeblüht, offenbar. Nicht mehr ganz jung, aber noch ziemlich gesund, wie ich hier vor Ihnen behaupte. Jedenfalls bilde ich mir das bis zu einem gewissen Grad ein. Gesund also, mit Blick auf das Leben. Ich hatte Arbeit, ja, bis zu diesem Sommer arbeitete ich. Zwar hätte ich lieber geschrieben, Sie wissen doch, dass ich mich auch damit versuche, aber es war ein sogenannter Frauenbetrieb, in dem ich tätig war. Tagtäglich ging ich mit dem größten Vergnügen hin, um direkt unter den Frauen zu arbeiten. Und ich erinnerte mich dabei meiner Jugend. Meine Jugend war eine Art Metastase, die aus mir herauswuchs. Nicht immer zu meinem Vorteil, aber immerhin. Aber nun ist auch dieser Betrieb von mir amputiert worden. Ein weiterer schmerzlicher Eingriff in mein Schicksal. Und damit hat man vielleicht meine Amputation vollendet. Schlagartig verlor ich weitere Zellen, die mich steuerten. Sie steuerten vielleicht meinen Atem, meine Kniekehlen, meine Stimmbänder. Sie steuerten vielleicht die Stimme, die ich aufs Papier brachte, auch wenn sie mir misslang. Vielleicht ist Amputation nicht der richtige Ausdruck. Und es wäre besser, von Kastration zu reden, von einer Verstümmelung meiner Innenwelt durch Kastration. Man operiert mich nicht, man ließ alles an mir hängen, aber man verfinsterte die Zellen, die es steuerten, meine Zellen. Bestimmt davon Wochen sterilisiert und kastriert. Es war eine Hirnkastration und die Zange, die man dazu benutzte, war die holde Weiblichkeit. Es geht noch seitenweise weiter. Ich muss mal Stuttgart und Erfurt kann man schon mal, Hauptsache Sachsen. Ja, müsste man mal so diese Rede, die er da hält, diese Suada, sich mal so ein bisschen zusammenbasteln. Aber da scheue ich immer davor. Es gibt ja Autoren, die kommen zur Lesung und haben ihre eigenen Bücher mit. Und ich habe auch manchmal meine eigenen Bücher mit, wenn ich auf Lesung komme. Aber die haben da rumgestrichen so und lesen dann irgendwie so Kapitel, haben die dann so... Da sind da Zeilen durchgestrichen, dass das so ein Ganzes ergibt, obwohl die Hälfte fehlt. Das kann ich irgendwie nicht. Ich muss suche dann aus der Mitte was und lese das dann ganz oder ein Stück vom Anfang. Aber so, dass man da was, und das könnte ich dann bei Hilbig auch nicht. Also wenn man liest dann die ganzen 20 Seiten dieser Suada oder nur ein paar vom Anfang. Aber jetzt, nicht something completely different, wie es bei Monty Python heißt. Sondern, ja,
Und zwar ist das eine Erzählung, wo ich, wenn ich jetzt auch mit ein bisschen Abstand, das ist noch nicht so lange her, ich habe die 2015, glaube ich, geschrieben, kurioserweise in Belgrad war ich da gerade für 2 Monate, die Rückkehr der Argonauten, 214. Ich habe sogar noch eine Seite mit von was ganz Neues, was man braucht. Ich habe mir gedacht, man weiß nie, wohin es einen führt, in einer Lesung. Aber jetzt erstmal das. Das sind auch nur 2-3 Seiten, keine Angst. Ja, das ist eine Erzählung, die Rückkehr der Argonauten. Da ist ja auch das Mythologische quasi schon im Titel drin. Und ich lese einfach mal ein paar wenige Seiten. Das geht darum, dass der Ich-Erzähler kommt auf dem Bahnhof an. Ach nee, ich muss, wenn ich es mache, den kleinen ersten Vorsatz mitlesen. Die Rückkehr der Argonauten. Sie kamen aus einem Reich der Schatten, das sich über Jahrzehnte auf den Hinterhöfen des Kohlenviertels gebildet hatte und sich dort bewegte. Kleine Fabriken mit runden, rußgeschwärzten Schornsteinen, auf denen die Tauben saßen, wenn kein Rauch aus den Schornsteinen stieg, Werkstätten, Kohlenhändler, verfallene Häuser, auf deren Dächern kleine Birkenwälder wuchsen, leere, verfallende Fabriken, Toreinfahrten zur Straße und zum Licht, das aber dort draußen ebenfalls nur trübe war. Schatten lagen über diesen Hinterhöfen, auf denen ich sie vor vielen Jahren getroffen hatte, und als ich jetzt zu ihnen zurückkehrte, schien die Sonne und nichts passte mehr zusammen. Nun ist er dort, springe ich ein Stück. Ich saß in Inges Eck, wo wir früher oft gesessen hatten. Ich wollte noch etwas trinken, bevor ich bei K. klingelte, der jetzt wieder bei seiner Mutter wohnte. Inges Eck war kleiner geworden, war geschrumpft. Ich hatte erst gedacht, dass es nur meine Erinnerungen waren, die mich täuschten. Ein endloser Schankraum voller Menschen, die tranken und deren Stimmen den Raum noch größer machten. Eine Kuppel aus Stimmen und Geräuschen. Immer weiter und höher wurde der Raum. Nebelschwaden über den Tischen, gerötete Gesichter, die sich, wie durch optische Linsen, verzerrt im Nebel bewegten. Hochgekrempelte Hemdsärmel, unter denen sonderbare Tätowierungen sichtbar wurden. Gläser in allen Größen auf den Tischen, Spielkarten, die wie in Zeitlupe durch die Luft schwebten, ein Geruch nach Bier und Schweiß und Fett. Inge kochte damals noch selbst und es gab rund um die Uhr warme Küche, ein Geruch, der sich mit dem Nebel der Kippen mischte und draußen qualmten die Schornsteine der Häuser. Die Kohlenhändler machten gute Geschäfte, bis die alten Häuser saniert oder abgerissen wurden, die Kachelöfen langsam verschwanden, die Kohlenhändler langsam verschwanden, das Kohlenviertel langsam verschwand. Inges Eck war geschrumpft. Eine neue Wand verlief quer durch den Schankraum. Auch die große Küche, aus der Inge immer die Tabletts mit Essen gebracht hatte, war nicht mehr da. Auf einer Tafel hinterm Tresen konnte ich erkennen, dass es nur noch Bockwurst mit Brötchen gab. Und nur ein paar Leute saßen an den wenigen verbliebenen Tischen. Hier und dort verlor sich dünn der Rauch einer Zigarette im Raum. Was war hinter dieser Wand? Ein Lagerraum, eine Wohnung, ein Ladengeschäft? Ich stand auf und ging nach draußen, um mir das Haus genau anzuschauen, um das Rätsel, um den geschrumpften Raum zu lösen. Als ich mich kurz vor der Tür noch einmal umdrehte, sah ich, dass ein Soldat am Tresen saß, schon die ganze Zeit dort gesessen haben musste. Uniform, das Barett zusammengeknüllt, vor ihm neben seinem Bier, neben einem kleinen braunen Schnaps. Kurz blickte er mich an, ich nickte ihm zu, er hob sein Schnapsglas und trank. Draußen war es kühl, die Sonne ging hinter den Häusern unter. Das Schild Inges Eck leuchtete noch nicht, auch später, als es dunkel wurde, leuchtete es nicht. Ich blickte an der Hauswand nach oben. Vor Jahren hatten sie den ganzen Straßenzug saniert. Aber der Putz begann schon wieder grau zu werden, blätterte ab an manchen Stellen, verwitterte bereits. Feuchte drang aus dem Grund ins Mauerwerk, wuchsen nicht sogar einige kleine Birken auf dem Dach. Ich legte den Kopf noch weiter zurück, blauer, klarer Spätsommerhimmel. Das Haus ergraute langsam wieder,
verwitterte, als würde es sich unwohl fühlen unter all dem neuen Putz. Die Häuser waren immer grau und schwarz fast gewesen im Kohlenviertel und wurden wieder grau, auch wenn die Kohlenhändler verschwunden waren. Der Vater der beiden Brüder H. und K. war ein Kohlenhändler gewesen. Reich und einflussreich waren die Kohlenhändler damals, als abertausende Kachelöfen in den Himmel brannten. Als er starb, hustete er, als würde er all den Staub der Jahre ausstoßen wollen, Kohlenstaub, bergeweise Kohlenstaub, den sie in die Säcke gefüllt hatten, und mit abwogen Staub, der sich mischte mit dem Rauch der Kamine, der Fabriken, der Zigaretten, Staub, den er aushustete, als er starb, H., der ihn zurückholen wollte, H.s Hände auf seiner Brust. Wo warst du damals, würde mich sein kleiner Bruder später fragen, Stunde der Argonauten, wo warst du nur damals? Am Haus stehend, vor Inges Eck stehend, den Kopf immer noch im Nacken, dass mir der Nacken bereits schmerzte, sah ich die Gerüste vor den Fassaden, die Gerüste, die in die Höhe wuchsen, sich um die Häuser wandten, die Birkenwälder auf den Dächern wurden abgeholzt. Wir stehen auf den Planken der Gerüste, H. und ich. Wir arbeiten auf dem Bau, wenn wir Geld brauchen und wenn H. keine Umzüge an Land zieht. Sein kleiner Bruder, der Maurer, besorgt uns Jobs. Wir sind Bauhelfer, Hilfsmaurer, Schachtarbeiter, Entkerner, Abrissbrigade. Wir husten Staub. Roter Ziegelstaub klebt in unseren Taschentüchern, als würden wir aus der Nase bluten. Wir tragen einen Mundschutz wie Ärzte im OP. Wir nennen den Mundschutz Schnuffi und die riesigen Hämmer, mit denen wir Kamine und ganze Wände einreißen, nennen wir Bello. Trepp auf, Trepp ab schleppen wir Zementsäcke, Gipskartonplatten. Wir halten Presslufthämmer in den Händen, unsere Körper vibrieren, wir schreien in den Lärm hinein. Der alte graue Putz springt von den Ziegeln, von den Fassaden, von den Hauswänden, donnert innen am Gerüst nach unten auf die Straße, auf den Fußweg. Staub steigt auf. Wir stehen auf den Dächern des Kohlenviertels. Wir tragen gelbe Helme, auch die staubbedeckt. Wir sehen das Fernrohr von M., das immer noch auf dem Stativ neben der kümmerlichen Birke steht. So weit sind sie noch nicht gekommen, obwohl M. nicht mehr da ist. Nein, er stand doch dort oben, als H. und ich auf den Dächern arbeiteten, auf den Dächern des Kohlenviertels und den Dächern der Stadt. Er winkte und beobachtete uns durch sein Sternenrohr. Die Zeiten mischen sich, es ist kalt geworden, kein Licht im Inges Eck. Wann ist M. verschwunden? Wann ist H. verschwunden? Wann bin ich verschwunden? Der Tod ging um in unseren Häusern, auf unseren Hinterhöfen. Ja, dann noch einmal den Epilog. Sie kamen aus einem Reich der Schatten, das sich über Jahrzehnte auf den Hinterhöfen des Kohlenviertels gebildet hatte und sich dort bewegte. Kleine Fabriken mit runden, rußgeschwärzten Schornsteinen, auf denen die Tauben saßen, wenn kein Rauch aus den Schornsteinen stieg, Werkstätten, Kohlenhändler, verfallene Häuser, auf deren Dächern kleine Birkenwälder wuchsen, leere, verfallende Fabriken, Toreinfahrten zur Straße und zum Licht, das aber dort draußen ebenfalls nur trübe war. Schatten lagen über diesen Hinterhöfen, auf denen ich sie vor vielen Jahren getroffen hatte, und als ich jetzt zu ihnen zurückkehrte, begriff ich, dass all das schon lange verschwunden war und doch immer da sein würde. Ja. Oh, das wird aber knapp. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Naja, ich habe auch ein bisschen später angefangen. Das ist nämlich ein bisschen eilig. Und dann bin ich, was ich eigentlich nie mache, mit meinem Auto zur Lesung gekommen. Und bin auch gleich in den Rotblitzer gefahren, so eine Scheiße. Das war auch nicht meine Schuld. Also, da war ein Fahrradfahrer vor mir und der wollte auch mit mir abbiegen. Aber irgendein Idiot hat ihn nicht abbiegen lassen, sondern schnitt ihn die Vorfahrt. Und ich war schon hinter ihm auf der Kreuzung. Und dann wurde es natürlich rot und dann ließ ich den noch abbiegen und fuhr in alle Ruhe weiter. Zack, da war der Blitzer da. Das war ich lange. Da ist der Führerschein, glaube ich, weg. In einer Woche oder so. Das macht nichts, fahr sowieso nicht. Man fährt sowieso viel zu viel Auto. Diese ganze Stadt ist ja verstopft von Autos. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Schrecklich ist es. Ich habe ein 25 Jahre altes Auto, also nicht das Denken. Wenn Sie jetzt gucken, wo der Mercedes draufsteht, ist das nicht mein.
Ja, tja, wie hier so groß angekündigt, geht es ja auch um die alte Abdeckerei. Muss ich gucken, wo das war. Ich habe den Zettel wieder rausgemacht. Gibt's doch gar nicht. Kleinen Augenblick. Ja. Ich fange mal hier an. Das sind 2, 4, 6, 8. Ne, mit 2, 4, 6, 8, 9. Das ist eine Art Nummer. 9 Seiten alte Abdeckerei. Vielleicht könnte ich ein Stückchen weiter vorne anfangen. Also weiter hinten, beziehungsweise weiter hinten. Ja, vielleicht hier. Nein, es ist wunderbar, aber man schwitzt dann, wenn man das liest. Das ist für mich einer der Höhepunkte von Wolfgang Hilbigs Schaffen, wenn ich das so sagen darf. Da hat natürlich jeder seine eigenen Favoriten, aber die alte Abdeckerei in ihrer Geschlossenheit, in ihren Kreisen, ist sicher eins der Werke. Naja, aber ich finde doch das Provisorium außerordentlich und auch die Weiber und von seinen Gedichten. Muss man gar nicht sprechen. Ich war übrigens am Wochenende in Berlin und auf dem Rückweg dachte ich, gehst du mal am Dorotheenstädtischen Friedhof vorbei. Habe ich auch gemacht, aber irgendwie hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Es war auch schon dunkel, Und suchte das Silbig-Grab. Wo ich da mal war, zweimal. Einmal zum Erscheinungstermin von Im Stein, Ende August 2013 bin ich hingegangen und habe ein Bier getrunken und sozusagen mein Tribut gezollt. Und dann war ich noch einmal bei einer Veranstaltung dort, das möchte ich noch ganz kurz anreißen, bevor wir uns in die alte Abdeckerei reinbegeben, in diesen Raum. Da war eine Lesung an Gräbern, fand da statt und ich wurde auserkoren von der, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie das da veranstaltet hat. Kassel-Hense. Ja. Ja, seitdem ist auch ein bisschen Funkstille irgendwie so zwischen Leipzig und Berlin, ich zugeben. Denn ich kam da hin, es war abends, ich hatte auch den Termin folgt, ich dachte, das geht irgendwie. Es war schon alles im Gange, einer las am Grab von Heiner Müller, ich glaube, die Katja Lange-Müller, jemand las am Grab von dem, bei Brecht war las jemand und ich sollte nun zu Hilbig. Also man hat mich darum gebeten, ich habe das gerne gemacht. Ich wurde auch kein Honorar bezahlt, muss ich dazu sagen. Also weil sich dann Leute, naja, ich lese nicht die ganze Geschichte, das greift jetzt sonst über. Und bin dann dahin, mein Beutel, habe meine Bücher rausgeholt und fing an, dann Hilbig zu lesen. Es waren immer mal 3, 4, 5, 10 Leute. Man konnte so über den ganzen Friedhof laufen. Und da waren Leute, die machten Krach. Die saßen da auf den Stufen irgendeines Mausoleums oder weiß der Teufel, junge Leute und lärmten da rum. Und ich versuchte nun ohne Mikro auch, und es wurde auch schon dunkel, las gerade das Meer in Sachsen. Und irgendwann packte mich die Wut, wie das so ist. Ne? Und rief darüber, dass jetzt hier so wie immer ihren Mund halten sollen oder in die Stadt gehen, feiern oder auf ihre Dörfer zurück. Da gab es dann ein Disput und am Ende, naja, ist alles nicht so schön geendet auf dem Friedhof da. Ich muss dazu sagen, ich kam aus dem Rübegarten von der Pferderennbahn, war auch schon gut vorbereitet auf Hilbig. Und ich habe dann immer, später habe ich dann ein schlechtes Gewissen gehabt, wie das immer so ist. Also erst pöbelt er, dann setzt der Scham ein. Ja. Das hast du da wieder gemacht, am Grab stehend, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, genau, richtig, ja. Also wer das nicht schätzen kann, dass er in der Städten Gedichte liest, vor dem Grab von Wolfgang Hilbig und meint, da rumlärmen zu müssen, dem trifft der Bandstrahl. Das meist das, also. Und ich habe ihn sozusagen übertragen. Und dann kam dann aber noch eine Frau und regte sich auf. Wie reden sind die mit den Leuten? Ich so, was mischen die denn sich jetzt nur ein? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich so, das ist mir scheißegal. Und Sie sehen, es zog immer größere Kreise. Und dann war danach auch noch ein kleiner Empfang im Brechthaus, wo ich dann auch nicht mehr lange bleiben konnte, weil wieder die Frau da war. Das war irgendwie die Rektorin der FU, also der Freien Universität. Die fing immer, wissen Sie, wer ich bin? Ich sage, Mensch, Frau,
hier, da ist der Ausgang, wenn es Ihnen nicht gefällt, gehen Sie woanders hin. Und hier bin ich jetzt sozusagen der Verwalter. Ja. Wenn Sie das stört, bitte nehmen Sie meine Bücher und lesen Sie die Gedichte. Dann war sie weg. Ja, dann kamen sie wieder. Und das war schade, weil du hast, das waren so Momente, wo sich dann auch wirklich so etwas einstellte, dann, wo man denkt, Mensch, hier steht es da am Grab von Wolfgang Hilbisch und liest auch tatsächlich ein ganz kleines Stück von Alter Abdeckerei gelesen und da spürt man also auch die Magie und diesen Ort und dann sitzen da junge Leute und trinken Club Mate oder Alkopops und stören. Das kann man nur mit Knüppeln vorgehen. So. Jetzt aber verzeih mir den kleinen Ausflug jetzt wieder zurück in die hehre Welt der Literatur. Wie ein dem Landkreis eingefleischter Hort von Bosheit und Verbrechen war Germania II eines Nachts samt allem, was in ihr lebte oder schon tot war, zur Hölle gefahren. Nun konnte sich das Loch, das auf dem früheren Fabrikgelände ins Erdreich gebrochen war, langsam mit Wasser füllen, wie dies vielerorts schon geschehen war. Der kreisrunde Rachen von ein paar hundert Metern Durchmesser konnte sich in eins jener blanken, unergründlichen Augen verwandeln, wie es deren viele im Landkreis gab, Tümpel oder Teiche, in denen gebadet wurde, obwohl sie wegen ihrer tückischen tiefen Verhältnisse als gefährlich galten, besonders für Kinder. Und auch immer wieder Opfer forderten. In ihrer Ruhe schien ein Hinterhalt zu liegen. Unheimliche Geschichten rankten sich um einige von ihnen, wenn sich am Abend Schattenlieder über sie hinschoben, wenn die Bäume und Ruinen über ihren Stränden die grünfarbenen Spiegelbilder in ihre kalten Trichter tauchten, fragte man sich, ob sie erneut anfangen würden zu kreisen. Wann sie sich in Strudel verwandeln würden, erneut alles mit sich reißend, um noch tiefer in die Erde abzufahren. Wenn das Geräusch der Eisenbahntransporte schneller wurde, um den Horizont kreiste, wenn die Dohlen und Eulen vorsichtiger und nervöser von Fenster zu Fenster sprangen in den Ruinen, wenn die Monde schneller rollten, wenn die Nachtgewölke schneller kreisten unter dem Wirbel der Sterne, zu dem sie aufblickten, die Wasser. Stoisch und ergeben lugten sie aus der Landschaft hervor, voll eines Wissens um Vergangenheiten, die für begraben galten. Müde schauten sie, dunkel und tief, von den Kämpfen schweigend, die zu ihrer Entstehung geführt hatten, und weise dachten sie an das unterirdische Verebben der Gegensätze. Langsam kreisend bedeckten sie die Wut, und ihre Fluten bedeckten in rätselhafter Gelassenheit die wirklichen Namen der Toten, deren Verkrüppelungen zungenbrecherisch durch die Suchmeldungen geisterten. Im Gebüsch der Ufer lagen die Schatten wie geschmolzenes Blei, wenn es Abend wurde und die Stunde des Übergangs alles zu entwirklichen begann. Wie Heckenschützen bargen sie sich, bereit offenbar, in ihrer Reglosigkeit inmitten der Blutlachen zu überwintern, die von der Herbstsonne durch das an Purpur erkrankte Chlorophyll geträufelt worden waren, so ruhten sie gespannt in den Schattenmulden der Sandhaufen. Vor dem Geflimmer in ihren Späheraugen hingen Gezweige nieder, die, kaum erzitternd, im Begriff waren, sie zu enternen. Lange schon waren sie von der sterbenden Farbe des Laubs gewarnt worden, doch sie nahmen es nicht mehr wahr. Sie waren schon seit vielen Wintern unentdeckt geblieben, ihre starren Blicke waren erloschen, wie alle Toten hatten sie sich an die Bewegungslosigkeit ihrer Lage gewöhnt. Das Laub, das in den Sand fiel, war zu spärlich, um sie ganz zu bedecken. Längst hatte auch ihre Haut die grünliche, schwärze, verfärbter Militärmäntel angenommen, in deren Geweben die Metallfäden oxidierten, im Schneestaub, der von entfernten Pappelreihen ausging, im Regen der Winter, der in dem aus großer Tiefe heraufgesprengten Sand sonderbar schäumte, waren sie längst mit Gras, Zement und Kies und mit allen Erdelementen zu Beton zusammengewachsen und mit aller toten Spreu von den Feldern. Und aus dem Rauch schüttete sie der Wind langsam zu.
Niemand wusste, was sie wirklich gewesen waren, diese Schatten. Niemand wusste, was das Blei gewesen war, bevor man es geformt hatte, zu schweren und doch vergänglichen Figuren. Niemand wusste, was die Zeichen bedeuteten, rund um die Reste von Besiedlung in der Ebene, rund um die wassernen, tiefen Augenblicke der Teiche. Backsteine, die von Ruinen gestürzt waren und zu Hügeln aufgehäuft, Betonrampen, von der Arbeit der Jahreszeiten geschleift, Eisenbahnschienen, die von den verfaulten Schwellen gesprungen waren und sich krumm und verdreht in die Luft bogen, Waggonachsen waren, um zu rosten in die Büsche gerollt, wo sie mit Laub umflort ausruhten, wie unter minderem Lorbeer. Niemand wusste, was sie wirklich gewesen waren. Ob sie ursachloser Geist gewesen, der keinen Raum einnahm, bis ihm endlich substantive Form gaben, vorgefundene Form zu beweglichen Werken menschlichen Gebrauchs. Und ob sich die Substantive davon gemacht hatten, ob sie vielleicht entflogen waren, entschwommen oder nur bedeckt von den Dingen, die nicht zur Welt der Substantive gehörten. Niemand wusste, was die Wörter gewesen waren. Sie waren wie Fische geflogen im milchigen Wasser und wie Vögel in der nebelverhangenen Luft. Und niemand wusste, ob die Schatten im Wasser wirklich Fische gewesen waren, ob die unsichtbaren Schritte, die nachts hörbar waren, wirklich gegangen worden waren oder nur die Schatten von Schritten waren, Schatten von Schritten, den Weg eines Bachs nebenher, Schatten von Schritten auf dem Rückweg aus einem Territorium, das bedeckt war von Müdigkeit, das bedeckt war vom irren und richtungslosen Rieseln der Wasser, vom Zischen der Halme im Wasser, vom Klirren der Strömung im Wasser, vom Kichern der Stimmen im Wasser, neben dem Wasser, das bedeckt war vom irren Rieseln der Nebel. Und über den müden und irrenden Wassern der Rauch, rieselnder Rauch, trübe über Dingen, die zu wissen gewesen waren, oder Nebel, der den Sand am Wasser überschwemmte, der im Herbst die Ufer des Sommers bedeckte, des unsichtbaren Sommers, das weiße Tuch der Bezüge, verweht aus den aufgeschlagenen Zimmern, in denen sonore Stimmen nach Schlaf suchten. Den Schlaf, der nirgendwo zu finden war, im sonoren Geklapper der Schritte. Niemand wusste, worauf es sich bezog, dies Geklapper, was es gewesen war, nachdem es verschwand von den Plätzen, wo es hallte, knöchelheller Hall, Geklapper wie von weiß geschälten Weidenstecken in ihren Gefechten in der da niederliegenden Zeit, in den Sommern, die ruhten und von denen niemand wusste. Niemand wusste, was die Schatten gewesen waren. Ob die Schatten der Weiden, ob es die Weiden gewesen waren, wie Erzengel von der Zeit zu Boden geworfen, zu Schatten geworden in den Sandmulden der rieselnden Böschung, wo sie moderten und zerfielen, versinkende Grimassen, endlich einverstanden mit dem Windgeriesel, das sie bedeckte, bedeckte und wispernd wieder frei blies. Dämmernde Figuren nur mehr, larvenhaft reglos, hinter flackernden Blättern und Halmen, versprengten Infanteristen gleich, die gefallen waren und zurückgelassen von der flüchtigen Truppe und zur Täuschung der Verfolger in die Deckung gelegt. Leichname hinter den Läufen der leergeschossenen Waffen. Zerfallende Leichname, die immer weiter zielten über Kimme und Korn gen Osten starren. Tote Augen, die auf die Zukunft zielten, auf den reglosen Trümmerrest einer Ruine, von der niemand wusste, dass sie eine Wassermühle gewesen. Ein Mauerstück, umgeben vom ratlosen Moder der nachgerückten Gegner. Ratlose Substanz der Schatten, wie negative Sonnenflecken, die in umgestürzten Zaunstaketen hängen blieben. Oder ob die Ruinen ein ganz anderes Werk gewesen waren, mitten im Backsteingetürm einer ehemaligen Brikettfabrik, wo jetzt Tümpel wie Wachs und dunkle Moore blinkten. Niemand wusste, was aus der alten Leutestube geworden war, aus den gefliesten Bädern und Kesselstationen eines stillgelegten Braunkohlebetriebs. Später, als die letzten Tonnen der Kohle verladen waren, weggebracht aus Germania II, Reparationen, verhandelt über die Rampen der Weltgeschichte, in unaufhörliche rollenden Transporten anderen Territorien zu,
und ein leeres Land hinterlassend. Niemand wusste, mit welchem Stoff die rieselnde Luft des leeren Landes später beheizt worden war, als die schwarzen Gründe unter den Erdschollen leer waren, für ausgebeutet galten. Welcher Niederschlag es war, der jetzt das Glas der Fenster bedeckte und was da für Dächer waren, die aus dem seifigen Nebel ragten und welche schmierigen Fenster starrten, die schief aus einer Dunstbank ragten, über Sumpf und Pflanzenschäumen, schaumgeschwärzte Fenster, glänzend wie die fettbedeckten Wasser. Niemand wollte wissen, welcher Geruch die Felder aus Fett bedeckte, welcher Geruch aus den gedunsenen Mauern troff, durch die defekten Dächer stieg und aus den gespaltenen Kellern drang, aus den Kellern hinter den Kellern, aus den Kellerräumen, verdeckt von Kellerräumen, aus den Schlüssellöchern. Welcher Geruch mit den Flüssen floss und aus den Transportzügen auf die Schwellen tropfte und im Sonnenlicht und im Mehltau der Pappeln lag. Jener schwindelerregende Geruch, dessen Ursprung niemand kennen wollte, dessen Dasein niemals jemand bemerkt haben wollte, selbst wenn er schon mit dem Regen zur Erde zurückfiel, aus einem riesigen Lager von Gestank, das müde unter den Wolken kreiste. Sie wussten es so. Es käme dieser Geruch von den Sternen. Als hauchte das Leuchten des Mondes ihn aus. Alles wussten sie so, als käme es von oben. Und sie träumten davon, unbewusst unter ihren felsharten Panzerschalen, hingebettet in die süßliche Blumenerde ihrer Heimat. Und niemand von ihnen wusste, was zu tun war, um zu wissen. Niemand wusste gut genug, was man wissen durfte. Und niemand wusste gut genug zu wissen. Wasser wussten besser, was sie bedeckten. Weiße Nebel wussten, was sie trieben. Eulen, Dohlen, Spinnen, Ratten wussten. Niemands Sippe aber wusste nichts vom Wissen aller Welt. Papier wusste. Das weiße Papier der Bezüge, das leere Papier wusste vom Grau der Übergänge am Morgen, am Abend und wusste vom Wahnsinn der Dämmerung, von Untergängen im Zwielicht und verbranntes Papier wusste von erloschener Schrift. Niemands Wissen aber lag wie Schleim unter den Erdkrusten. Oder es lag als Gebein in der ausgehöhlten Erde. Niemands Wissen klapperte hölzern und monoton an der Schädeldecke der Erde. Alte Abdeckerei, sterngestürmter Umfluss. Alte Abdeckerei unter dem Dach ratloser Gedanken. Ratloses Geklapper alt überdachter Gedanken. Alte Abmacherei. Nachtgedachte Gedanken gestürmt. Altes Abgeklapper, das Gestirn bedeckt. Und Wolken, altes Geräusch. Rauchgehirn hinter Wolkenstirn. Windiges Dach von Abgewölken, das die Sterne deckt. Unten aber der Fische gewundenes Licht, wie Sternenschrift gewunden und mit sachtem Zirpen aus der Luft gefallen. Vorbei an Winkeln dicht gedrängter Häuser, vorbei an Straßen schneller fallend und verschwunden. Im entlichteten Fluss verschwunden, im versunkenen Fluss Wolken überdacht und schwindend mit den Wassern in die Nacht. In die Nacht der Kohle, mit den Wassern schreibend in die Nacht der Kohle, unsichtbar und flüsternd, zirpend in die Finsternisse, mit den Wassern wissend, wie der sterngestirnte Stierfluss flüchtend, dünend unterm Dach der finsteren Wolkendecke, weit ins Ferne fließend, fern in Weiten fließend, sinkend, schwindend, alte Abdenkerei. Altes Sternenzirpen, Schriftgezirp, mit Fischen flüchtend, Fischgestirn und Fischgeschrift, durch das Wasserfenster blinkend, alte Abschreiberei, alte Abfinsterei, stiergehirnt durch Weidenschatten schwenkend und verlöschend in den ebenen Feldern, unterirdisch weiterfließend, alte Abwinkerei, Schatten werfend, in die Stollen unter Tage, Wasserschatten werfend, alte Abwerferei, in den Schächten, unter Erden, in Kanälen, Gängen, Katakomben, Wasser voller Sternenlicht, alte Abdeckerei, Ströme unterm Dach der Erden. Und die Fische folgten weit der Strömung, setzten fort ihre Wanderung in den ruhigen Strömungen, in den Wasserkatakomben, in den Fischkatakomben, im weit verzweigten Baum der Wasser unter Tage. Vorüber an den Flözen der Nacht, vorüber an den Korallenbänken der Kohle, von denen einzig sie noch wussten, Fische, die wie helle Gesichter waren. Vorüber an den schwarzen Kristallkathedralen der Kohle,
bedeckt von totgefrorener Erde, Fische lichternd in den dunklen Wasserweiten unter Tage, in den Wasserweiten voller Sternenschrift. Und sie schwammen träumend vorbei an den Prismen der Kohle. Mit der Leuchtschrift ihrer Schwärmung über die unterirdischen Häuserwände der Kohle, durch die Städte der Kohle, über die Dächer der Kohle, halb überdacht, unüberdacht und versunken. Und hinaus über die Strände, die Ränder der Kohle, alte Abfinderei. Hinweg winkendes Laubwerk, Fische wie Laubfall über den letzten Zungen der Kohle, eingelagert in den Sanden. Und weiter vorbei an den hohen Flözen aus Gebein, durch die Stollen, sich um Schädelstätten windend und wie Schatten und Winde hinziehend über die Schädelplantagen unter Tage. Und weiter schwimmend durch die Sonneneinfälle der großen Laterne Magica aus Wasser. Und in großer Runde über versunkene Gärten und Mulden und weiter wie versunkenes Rauschen in großer Runde und nachts erneut wie der unablässige Umzug untergegangener Eisenbahn. Alte Abraucherei, alte Abklopferei an den unterirdischen Ufersteinen vorbei, klappernd über die Schwellen, über die Schienenschläge, lärmbedeckte Steckenfechterei. Lärmen erdüberdachter Absteckerei, alte Abdeckerei, Altdeckerei, Alteckerei, Alteckerei, Alterei. Unendlich, an einigen untergegangenen Ruinen vorüber, an Germania II vorüber, wo in der Flut die Sternbilder spielen, wo die Minotauren weiden. Ja, nun sind wir eigentlich gut durchgekommen, oder? Ja, ich würde sagen, das war die erste Ausgabe der alten Abmeierei. Ja. Zugabemeier. Bitte? Zugabemeier, neuer Text. Ach so. Na, wenn man mich so bittet, aber... Ja, macht man das. Aber weil dann machen wir gleich Schluss, danach steht da auch nur diese eine erste Seite. Das sind 3, 4, 5 Minuten. Da möchte ich noch hinweisen, also auf den Freitag werden noch nicht genug, da kommen wir nach Erfurt. Da sind bis jetzt noch 5 Karten verkauft, habe ich heute gehört. Die hatten schon wieder Angst, sag ja, wer kauft, wer geht denn in den Vorverkauf und kauft Hilbig Meierkarten? Da kommt man abends hin oder wie ist das hier? Braucht man einen Vorverkauf, egal, aber die kriegt man auch noch voll in Erfurt. Und im August bin ich noch in Hamburg, dann noch in Stuttgart. Und hinweisen, könnt ihr alle hinkommen, finden Sie alles, die Termine auf den Seiten der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft. Und hinweisen, bevor ich noch ein Stück von mir lese, soll ich auf die Gedichtpatenschaft. Man kann Gedichtpate von Wolfgang Hilbig werden, im Wolfgang-Hilbig-Jahr. Wie viel 1.000 Euro das kostet, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nichts bezahlt, ich bin der erste Gedichtpate hier. Und, aber klar, als Pate muss man auch ein bisschen was einbringen. Machen Sie sich kundig, hier liegen die rum. Und unter www.wolfgang-hilbig.de, ne? Minus, also da rotiert es jetzt gerade auf dem Dorotheenstädtischen. Ja, warum ich das jetzt mitgebracht habe, ist vielleicht, was, weil man, wie ich es vorhin schon sagte, ja, auch zeigen will, doch man kann, was so eine, wie ein, so eine Dichte, auch als Leser und auch als Kollege, der ja immer schaut, bewusst und unbewusst, was tut sich in der Literatur, der Vergangenheit natürlich, der forscht man am meisten rum, ja, und aber man trifft eben auch mal auf Zeitgenossen oder Leute, die schon tot sind, die einem aber ganz nahe scheinen und wie das dann doch so zu Influenzen kommt.
Das ist ein Text, da muss ich dazu sagen, dass der Anfang der 90er Jahre spielt, also die Rahmenhandlung in damaligen zerfallenden Jugoslawien, also 1991. Vukovar, glaube ich, ist das. Warum ich den ausgewählt habe, ist, da trägt den Titel Fremde Pfade und er vollführt auch ein Kapitel eines dieses von mir bereits erwähnten dritten Romans, nachdem ich dann endlich vielleicht auch mal die richtigen Glückwünsche entgegennehmen kann. Fremde Pfade. Er hatte immer geglaubt, dass der Krieg rot war. Nicht wegen des Blutes, nein. Blut hatte er wenig gesehen in den letzten Wochen. Und wenn, war es dunkel, schwarz fast auf der Erde, schwarz fast im Staub, auf Asphalt, auf rußgeschwärzten Steinen, dunkel in den Kleidern. Nur einmal in einem Dorf hatten die Flecken auf einem Platz, auf dem eine Granate eingeschlagen war, so grellrot geleuchtet, dass er dachte, jemand hätte dort Farbe vergossen. Auf den uralten, unebenen Steinplatten, auf denen die Granate kaum Spuren hinterlassen hatte, nur ein paar rußverschmierte Kratzer auf dem Weiß, so wie die Häuser um den Platz herum auch einmal weiß gewesen waren, schwarz-weiß gesprenkelt die Fassaden, jetzt kleine Löcher der Gewehrkugeln, große Löcher der Granaten. Der Platz war leer, die Toten waren verschwunden, nur ein aufgeplatzter Schrankkoffer aus dem Kleiderpollen lag auf dem steinernen Platten. Nicht wegen des Blutes, nein. Der Himmel, dunkelrot glühte er, dort, wo die Front war. Der Horizont war die Front und das dunkelrote Glühen schien weit weg zu sein und war dann plötzlich nah und entfernte sich wieder und kam näher, wogte auf und ab am Horizont und bewegte sich auf ihn zu. So sieht der Krieg aus, hatte er gedacht. Hatte auf die Seiten der kleinen Zeitschrift gestarrt, auf die Bilder gestarrt, die Sowjetarmee rückte vor, die guten Deutschen bereiteten den Einmarsch der Befreier im Verborgenen vor, hofften im roten Glühen des Horizonts das kommunistische Morgenrot. So einfach schien die Wahrheit in den Bildern dieser Zeitschrift, vor 12 Jahren, als er ein Kind war. Nun geht es langsam zu Ende mit dem Jahrhundert, hatte sein Vater am Morgen des 1. Januar 1980 gesagt, Neujahr, den Atem voller Schnaps. Er hatte das nicht verstanden, zu Ende gehen mit der Zeit. Er hatte auf die Seiten seiner Kinderzeitschrift gestarrt, die jeden Monat erschien. Schon früh am Morgen stand er an dem Zeitungskiosk in der Nähe seiner Schule, wenn der neue Monat begann. Die Wintermorgen waren sehr dunkel und er lief durch die dunklen Straßen Richtung Schule, Richtung Zeitungskiosk. Und er sah die Schemen der anderen Schulkinder auf anderen Fußwegen in den Seitenstraßen wie durch einen Nebel. Denn die Kälte drückte den Rauch in die Straßen des Viertels und die Straßen der Stadt. Der morgendliche Kohleatem der Häuser, Schornstein an Schornstein, schwarz-rote Ziegeldächer, gesprenkelt mit Schnee, den der Rauch der Fabriken schwarz gefärbt hatte im langsamen Fall der Flocken, die weit oben einmal weiß gewesen waren. Große Fabriken, Kombinate, Heizkraftwerke lagen um die Stadt herum. Und nicht weit entfernt vom Viertel, vom Kiosk, vom Güterbahnhof, dessen metallenes Klirren und Stampfen ihn abends in den Schlaf begleitete, vom Stadion seines Lieblingsvereins, vom südöstlichen Stadtrand, an dem sie wohnten, das Kraftwerk E und das Chemiekombinat B. 20 S-Bahn-Minuten waren es vom alten Vorstadtbahnhof, hinter dem der Güterbahnhof lag. Oft war er mit seinen Eltern an den beiden Kraftwerken vorbeigekommen, wenn sie zur Urgroßmutter ins Erzgebirge fuhren. Auf dem Rückweg schien der Zug immer schneller zu werden, rollte von den Bergen in die nächtliche, von Industrienebeln durchzogene Tieflandbucht, in der die Stadt lag. Und über E und B glühte der Himmel über den Schloten rot, so wie der Horizont im Krieg der Bilder. Es waren noch andere Bildergeschichten auf den wenigen Seiten, 2 Mäuse, die es auf eine entlegene Insel verschlagen hatte und die nun von ihr zu entkommen versuchten, eine Rätselecke, Berichte von den Thälmann-Pionieren, aber er suchte sofort die ihm vertrauten Bilder. Es war wohl immer derselbe Zeichner, kantig und zur Furcht waren die Gesichter der Soldaten, kantig und zur Furcht war das Land, waren die Städte. So sieht der Krieg aus. Rote Armee, tote Armee, der Führer im Bunker, Deutschland kaputt. Wie hieß diese Kinderzeitschrift? Atze? Sozialistische Bildergeschichten. Aber warum Atze? War ein Atze nicht ein Riese, ein Berserker? Guck mal, was für ein Atze. Ein großer Stein in Berlin. Berlin, Berlin, Juden Berlin. Wo kommt das denn her? Wo
und dröhnte ihm in den Ohren. Das halb verfallene Stadion, in dem er als Kind das erste Mal diesen Schlacht- oder Schmähruf gehört hatte, mitgerufen, war weit weg. Und in Berlin war ein Atze doch sowas wie ein großer Bruder. Nimm den Kopf runter, Bruder. Usmi svoje glavu. Ein Donnern über ihm, über ihnen. Er riss den Mund auf, spürte den Luftdruck, öffnete den Mund, damit die Trommelfelle nicht zerrissen. Wo war er? Jemand stieß ihn an. Bruder, Priya, bleib unten. Stay down, Brat. Popini, se, sasebe. Wo war er? Wie hieß dieses Land? Jugoslawien existierte doch nicht mehr. Ein Donnern über ihnen um sie. Er riss den Mund auf, spürte den Druck auf den Ohren, glaubte kurz den fünfzackigen Stern der jugoslawischen Volksarmee direkt über sich zu erkennen, rot auf der Tragfläche des Düsenjets, der ihnen die Luft aus den Lungen riss, der weiter oben den Himmel zerriss und zum Donnern brachte, der Raketen in die Stadt hineinschoss, in der sie lagen, die Mauern um sie verschwanden, zerfielen. Die Stadt schien zu schrumpfen in ihrer Zerstörung und sie krochen weiter, hasteten geduckt durch Gräben, dann eine Straße voller Schutt, wie ein erstarrter Strom aus Ziegelsteinen, Brocken von Putz, Fassadenresten, aber der richtige Strom, The Big River, Velika Rijeka, La Grande Rivière, Echos in seinem Kopf, Kriegsstimmen, der vor der Stadt floss, sich durch das flache Land rüber nach Serbien wälzte, schien in Unruhe zu sein. Weiter, weiter, weiter. Der Mann, der nun hinter ihm war, stieß ihn an. Einen Moment war er wohl verharrt, als er auf dieses Band aus Trümmern blickte, das sich zwischen den Resten der Häuser erstreckte, ein ausgebranntes Auto wie eine kleine Insel umschloss, sich dann Richtung Zentrum verlor, im Rauch verlor, der dort über allem lag. Aber er hatte in diesen Sekunden, Bruchteile einer Sekunde nur, sonst wärst du nun tot, Brat, im Bruchteil einer einzigen Sekunde vielleicht wieder den Strom von der Stadt gesehen, der in Unruhe zu sein schien. Die Kanonenboote tanzten auf den Wellen, die Koffer und Kleidungsstücke tanzten auf den Wellen, zwischen den Kanonenbooten rote Sterne und die Toten? Nein, die trieben still, wie zuvor, trieben rüber nach Serbien, Richtung Novi Sad, sad, isn't it? Der Heimat zu, weg von ihr, naja, bis hierhin. Danke. Schönen Abend und da ist der Büchertisch, da gibt es Wolfgang Hilbig. Und Gedichtpate dürfen Sie auch noch werden, wenn Sie ganz freundlich fragen. Dankeschön.